Ich fange vielleicht erstmal damit an, was Evernote überhaupt ist, weil ich nicht davon ausgehe, dass es jeder kennt oder vielleicht einfach nur mal gehört hat. Also grundsätzlich ist es ein Dienst, der einem ermöglicht, digitale Objekte jeder Art zu speichern. Ob das jetzt Videos sind, Fotos sind, Webseiten. Und wenn du mich jetzt fragst, wofür ich das nutze, weil die Nutzung ist wirklich sehr individuell. Für mich ist Evernote das Tool, das mir hilft, die tägliche Informationsflut zu bändigen. Warum favorisierst du Evernote und nicht ein Bookmarking-Tool? Evernote ist eben mehr als nur Bookmarks. Muss ich ja auch vorstellen, dass ich wirklich alles, was mir begegnet, da speichern kann. Sei das auch ein selbst erstelltes Video, das ist ja mehr als ein Bookmark. Und vor allen Dingen kann ich auch alles bearbeiten. Dann kann ich mir das im Prinzip ja so vorstellen wie eine riesige Kladde, in die ich meine früher meine Dokumente, meine Notizen, alles das, was ich für meine Arbeit benötige, einsortieren kann und die quasi immer dabei habe. Genau. Es ist ja cloud-basiert, das heißt, ich kann überall drauf zugreifen und zwar mit jedem mobilen Endgerät. Ich kann eine Notiz zum Beispiel in mein Smartphone reinsprechen und dann irgendwann mal am Desktop-Rechner weiter bearbeiten.